Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch gerne den Lego Star Wars Adventskalender vorstellen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den Lego Star Wars Adventskalender gibt es für, ich glaube, 29,99 UVP zu kaufen. Unten in der Infobox habe ich den Amazon-Link reingestellt. Ist ein Affiliate-Link und genau, dann ist der, also ich habe den für ein bisschen günstiger gekriegt. Ich glaube, 50 Cent günstiger habe ich den gekriegt. Keine Ahnung, war nicht die Welt. Ja, ich habe mir den gekauft, nicht nur, weil ich hier gerne Adventskalender vorstelle, sondern auch, weil mein Freund gerne Lego mag. Und mein Freund hat mir den auch freundlicherweise zusammengebaut. Vielen, vielen Dank, mein Schatz. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Sachen jetzt so aussehen werden, denn ich habe es nicht gesehen, also einigermaßen schon. Ich habe das Lego Harry Potter Adventskalender Unboxing in der Zeit geschnitten und er hat ständig, wenn er irgendwas zusammengebaut hatte, damit vor meiner Nase hergeflogen. Hat mir auch gesagt, was es ist, aber ich habe es mir natürlich nicht merken können. Ich werde euch das einblenden, weil ich brauche jetzt nicht so tun, als würde ich wissen, was das alles ist, oder? Ich mache uns mal allen nichts vor. Gut, ja. Lego Star Wars Adventskalender finde ich ganz cool, muss ich gestehen. Also ich bin auch jetzt nicht unbedingt ein Star Wars Ultra-Fan, aber ich habe als Kind die Star Wars Filme geguckt. Und auch wenn jetzt die neuen Star Wars Filme rauskommen, gucke ich die zusammen mit meinem Freund. Kann euch aber natürlich überhaupt nichts groß dazu sagen. Er sieht ganz hübsch aus, so vom Design her. Ich weiß nicht, ob das auf der anderen Seite anders aussieht. Ja, er hat es alles zusammengebaut, deswegen hat sie gerade drin gerappelt. Das ist nicht mehr alles in seinen kleinen Päckchen. So schaut dann die Welt aus. Also man kann das bei den Lego Adventskalendern ja nach vorne ausklappen und dann theoretisch hier die ganzen Figuren drapieren. Hier sind die verschiedenen Kläppchen und den Adventskalender werden wir jetzt zusammen auspacken. Starten wir mit Nummer 1. Ja, ich glaube, das ist eins von den Schiffen von der... Von den Rebellen, glaube ich. Nagelt mich nicht drauf fest. Wie gesagt, ich blende euch das ein. Ich kann hier nur Vermutungen äußern. Genau. Ja, finde ich ganz schön und ist auch ganz liebevoll gestaltet. Du hast ja auch ordentlich viele Teile. Du hast hinten auch Rückleuchten mit dran. Das finde ich ganz gut. Sammy, du musst auf deine Pfötchen aufpassen und nicht so um mich herumlaufen. Geh mal da vorne hin. Da ist dein Platz. Ja? Ja. Ist alles gut, Maus. Hier haben wir die Nummer 2. Wir haben die erste Figur und ja, diese erste Figur trägt auch einen Weihnachtspulli. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß es echt nicht. Und mein Freund hat mir gesagt, Claudia, du musst unbedingt zeigen, dass die Figuren auch Wendegesichter haben. Bitte schön, hier ist das Wendegesicht. Hier oben befindet sich die Nummer 3. Shit, wie hieß denn nochmal der Planet mit den Wüsten? Ist das Tatooine? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist Tatooine, oder? Mit dieser runden Kuppel und so. Ist ganz süß. Hier oben ist die Nummer 4. Ist das Luke? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, dass es Luke ist. Also von den Star Wars Geschichten, die ich zu meiner Kindheit hatte, da würde ich sagen, das ist Luke Skywalker. Ich weiß aber nicht, ob er das wirklich ist. Dann müsste er eigentlich ein Laserschwert haben, aber er hat kein Laserschwert. Wer ist dieser junge Mann? Ich zeige euch nochmal das Wendegesicht. Das ist ein bisschen böser. Guckt, grimmig. Hier ist die Nummer 5. Ich würde sagen, dass es ein Transporterschiff ist, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. So schaut es aus. Ja, damit hat mein Freund mich eben abgeschossen. Flog er ungefähr so vor meiner Nase her. Piu, 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 piu. Nikolaus ist mir persönlich wichtig. Ich weiß nicht, wie wichtig das Lego ist. Naja, naja. Komm auf die dunkle Seite der Macht, Claudi. Ja. Ist das... Nee, wie heißen diese Schiffe? Nee, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall von den Cis. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Ich muss wahrscheinlich so fliegen, ne? Ja, das würde Sinn ergeben. Ergonomisch würde das Sinn ergeben, dass es so fliegt. Nummer 7. Wir haben einen roten Sturmtruppler. Und somit die dritte Figur bei uns jetzt hier in dem Adventskalender. Oh, da haben wir kein Wendegesicht, aber wir haben ein Gesicht drunter. Ein böses Gesicht. Die Nummer 8. Muss ich eben wieder zusammenbauen, weil die gerade auseinandergeflogen ist. Es wird aber ein X-Falke sein. Oder so. Ein X-Fighter. Schon ganz cool gebaut, ne? In dieser Miniaturform.
Das finde ich cool. Der gefällt mir. Muss ich sagen. Finde ich schön gemacht. Da kannst du nämlich auch die Flügel entsprechend. Achso, jetzt habe ich es falsch rumgehalten. Schande auf mein Haupt, wenn mein Freund das sieht, ne? Genau, da kannst du die Flügel auch entsprechend nämlich bewegen und zusammenfalten oder wieder ausbreiten. Zusammenfalten, vor allem zusammenklappen und ausklappen. So meine ich das. Hier unten haben wir die Nummer 9. Das dürfte unsere Leia sein. Und Leia hat ein Laserschwert. Das feiere ich. Das finde ich cool. Und Leia hat eine echt coole Frise. Die ist toll. Die passt auch echt gut zu ihr. Gucken wir mal unter die Haare. Da sehen wir auch das Wendegesicht. Da guckt sie etwas grimmiger. Aber ich finde es ganz praktisch, wenn du Wendegesichter hast, ne? Dann kannst du dann auch die entsprechenden Szenen sehr toll nachspielen oder nachstellen. Nummer 10. Oh, wie heißen die nochmal? Da sieht man doch gar nicht so viel in dem Film von. Aber ja, die neue Version von den R2D2s quasi, ne? Ja, süß mit Weihnachtsmütze. Knuffig. Das ist echt knuffig. Das erweckt doch die Frauenherzen, würde ich mal so sagen, oder? Das finde ich knuffig. Nummer 11. Ja, ist das der Phantom Falcon? Ja, oder? Das dürfte der Phantom Falcon sein. Nee, der Millennium Fighter. Ja, wie gesagt, ne? Ich kann mir nicht alle Begriffe merken, es tut mir leid, aber es ist ja sehr, sehr klein. Wirklich sehr, sehr klein. Wenn man dran denkt, dass es ja auch ein extrem krass großes und mega teures Modell davon von Lego gibt. Heftig übrigens. Aber ja. Auch die Halbzeit ist mir persönlich wichtig, die Nummer 12, weil das ist immer so, du hast die Hälfte vom Adventskalender dann ausgepackt und dann muss es irgendwie cool sein. Auch das spricht wieder das Frauenherz an, auch wenn ich nicht weiß, wie der heißt, aber ist er nicht unfassbar süß? Oh, guck mal. Oh, ist er nicht niedlich? Oh, ist er nicht niedlich? Ich feiere den hart. Der sieht voll süß aus. Eine perfekte Nummer 12 für Claudi und Lego-Fans denken sich, was hat die Alte? Und ich denke mir, ja! Nummer 13. Also ich würde schon sagen, dass der Bauspaß nicht zu kurz kommt, weil du halt sehr viele von diesen Flugmodellen hast jetzt so, ne? Hier haben wir auch ein weiteres Flugmodell, wo ich dir auch nicht sagen kann, was das ist, aber es ist da. Und ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen außergewöhnlicher. Die Nummer 14. Ein Droide. So schauen die aus. Der ist auch ganz cool dargestellt, finde ich. Also gut umgesetzt, ne? Da kann man schon erkennen, was es sein soll. Ich weiß nur nicht, wie die genaue Bezeichnung von denen ist. Und das ist halt wirklich so ein, ja, fast schon wie ein Männchen zu sehen, weil der hat Beine und einen Körper und Arme und so, ne? Ich weiß nicht, ob das auch zu den Männchen dann mitgezählt wird. Keine Ahnung. Die Nummer 15. Okay, wie heißt das nochmal? Das weiß ich nicht. Das fällt mir gerade überhaupt null nada niente ein. Aber auch das ist ein kleines Modell von einem Schiff. Und das sieht ganz gut aus, ne? Gut dargestellt. Cool. Wenn ich jetzt wüsste, wie die ganzen Teile hießen, ne? Aber. Nee, nee, leider nein, leider gar nicht. Wenn jetzt ein Ewok drin wäre, würde ich sagen, ja klar, das ist ein Ewok, aber. Ist nicht drin, glaube ich. Ich glaube nicht. Dafür bin ich einfach zu alt und der Kalender zu neu. Die Nummer 16. Hier haben wir eines von den etwas simpleren Modellen und auch das wieder ein Raumschiff. Ja, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Grauabstufungen, unterschiedliches Geforme, viel selber zusammengesetzt. Finde ich ganz nett. Die Nummer 17. Auch an dieser Stelle möchte ich wieder Props an meinen Freund aussprechen, denn er hat den kompletten Adventskalender ohne Anleitung zusammengesetzt. Das finde ich echt krass und das, obwohl er halt kein Hardcore-Star Wars-Fan ist, ne? Das fand ich cool. Ich meine, er hat mir gesagt, dass er sehen konnte auf dem Adventskalender, wie die ganzen Figuren so aussehen müssten, theoretisch. Deswegen ging das wohl. Aber Hut ab auf jeden Fall. Genau. Und hier haben wir dann einen weiteren Droiden in der, ich denke mal, etwas neueren Version, weil die gab es in den alten Filmen jetzt nicht unbedingt. Auch der sieht ganz knuffig aus und ist ganz gut dargestellt. Hat Hände, einen Körper, Füße. Ist ganz süß. Oh, wie die Lego-Fans mich jetzt sowas von haten werden. Oh, guck mal. Den Kopf kann man auch nach oben klappen. Kann er nach oben gucken? Kann man wieder nach unten klappen? Nee, ich habe ihn jetzt gelöst. Jetzt ist er etwas kopflos unterwegs. Nummer 18. Auch das dürfte ein Schiff sein von der Rebellion. Jedenfalls sieht es für mich so aus, weil ich glaube, die hatten immer irgendwas mit Orange drin, oder?
Ich weiß es nicht. Die Nummer 19. Oh nein, wie hießen die denn noch? Oh nein, wie hießen die denn noch? Das ist ja cool. Das sind so... Ach Mensch. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ah, das sieht ja mal richtig cool aus. Das feiere ich. 1A. Vor allem mit diesen Hörnern da dran, ne? Wahnsinnig cool. Die Nummer 20. Das sieht irgendwie so aus, als würde was fehlen, aber... Das muss scheinbar so. Was für ein merkwürdiges Modell. Die Nummer 21. Hä? Ich vermute, dass mein Freund das auch vielleicht ein bisschen anders zusammengesetzt hat, als es eigentlich müsste. Aber was zur Hölle? Ich meine, ja, du hast in so gut wie jedem Lego-Adventskalender auch einen Schneemann drin. Aber was ist das denn? Die Nummer 22. Ein ganz regulär aussehender weißer Sturmtruppler. Ja. Oh, ist das ein böser. Aber ich glaube, das ist das gleiche Gesicht wie bei dem roten, oder? Yep, es ist das gleiche Gesicht. Kennt ihr noch diese Verarsche von Star Wars mit Lord Helmichen? Oh, ich hab's gefeiert damals, ne? Da war ich ja echt noch fast schon einstellig von meinem Alter her, aber ich fand's großartig. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Ah, das ist das Castle, oder? Oder nee, das ist das Schiff von Darth Vader, oder? Zusammen mit seinem kleinen Mini-Transportschiff. Irgendwas hat das mit Darth Vader zu tun. Oh Mann. Entweder ist es sein Haus oder ist es sein Schiff. Ich glaube, es ist sein Schiff. Genau. Und dazu dann halt das kleine Mini-Transportschiff. Übrigens, ja, ich habe mir hier so ein bisschen was abgemacht von meinem Nagellack. Der Lack ist ab. Kommen wir jetzt zu Nummer 24, Heiligabend. Und ich meine zu wissen, was drin ist. Etwas, was ich sehr feiern werde. Ich glaube, ich darf jetzt nicht die entsprechenden Laute dazu machen, weil ich glaube, dass es urheberrechtlich geschützt ist, aber es ist einfach mal Darth Vader mit Weihnachtspulli. Oh mein Gott, das feiere ich hart. Das finde ich großartig. Das ist voll meins. Das ist voll mein Humor und das ist total toll. Finde ich echt klasse. Ja, ich lieb's. Ja, auch wenn jetzt viele sagen werden, nein, das ist total öde und hat schon so oft gegeben, ich feiere das. Ich feiere das auch, dass es hier so ein Cape mit dabei ist, auch wenn es nicht rot ist, ne, es ist halt das Schwarze, das ist halt das Normale. Aber trotzdem, ich finde es cool. Ich feiere diesen Weihnachtspulli und wir haben hier unter dem Helm tatsächlich auch, wie Darth Vader tatsächlich so dann zerstört aussieht, durch das Böse geprägt. Blass mit unterlaufenden Augen und faltenmäßig unterwegs und ganz schlimm. Und cool finde ich halt auch wirklich, dass du dann so diese Details, ne? Du hast hier tatsächlich auch, wenn du den Helm abnimmst, dieses Atemgedönsen von ihm und so. Das finde ich cool. Das ist schon gut gemacht, dass wenn man den Helm öffnet, dass man den so öffnet. Was natürlich auch wegen dem Cape hilfreich ist und so. Aber ich finde es nett. Ich finde es wirklich nett. Das gefällt mir. Ich weiß gar nicht, was mir jetzt besser gefallen hat, der Harry Potter Adventskalender oder der Lego Star Wars Adventskalender. Ich finde beide eigentlich ganz cool. Ich glaube, Harry Potter hat mir deswegen besser gefallen, weil ich halt auch genau die Produkte, die einzelnen Bauteile zuordnen konnte und sagen konnte, was es alles so ist. Hier ist es halt eher so nicht ganz so mein Thema, aber trotzdem halt ein cooler Adventskalender. Also kosten beide gleich viel und je nachdem, für welches der beiden Themen euer Herz oder euer Kinderherz mehr schlägt, kann man sich dann entsprechend einen von beiden aussuchen oder man holt sich halt beide. Lohnt tun sie sich auf jeden Fall. Ich finde es ganz cool und ja, das war jetzt tatsächlich auch mein Unboxing von dem Lego Star Wars Adventskalender. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Adventskalender von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!